Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Vom Moonlighter. Jawohl. Das geht super. Ich wollte haben mich gerade gedacht, geht das? Geht das? Ja, das geht. Super. Es freut mich gar. Willst du bitte dann erschießen? Danke. Ich möchte heute wirklich mal versuchen, hier zu überleben. Und hoffe sehr stark, dass wir den Boss noch töten können. Damit wir den Tech-Tanschen öffnen können. Da, so. Au, au. Mann, du lästiger Clown. So, der ist auch erledigt. Und du bist auch gleich fertig. Ich steck da irgendwie... Jetzt aber. Aha, es lief... Ah, wohl doch. Es ist leicht verwirrend. Jetzt aber, ne? Jawohl. Schon wieder nicht. Ich glaube, wir haben eine Verfehlchance. Kann das sein? Anders gibt es das ja nicht mehr, oder? Zerstört Flucheffekt von einem Gegenstand in angezeigter Richtung. Gegenstand geht kaputt, wenn man zu viele Treffer kassiert. Ja, der ist sowieso schon verloren. Dem ist ja nichts hinzuzufügen. Oh Gott. Wieder sowas, ey. Ah! Ist schon so weit. Wow, mit Treffer, ne? Wow. Gratler. Passt. Sie sieht gut aus, gell? Und in den Tech. In die Tech-Abteilung. Alter. Ey, geh mal weg da. Super, ne? Jetzt haben wir was erwischt. So, immer fest drauf. Und zack. Jawohl. Super, das ist, glaube ich, gut gegangen. Wie schaut es hier unten aus? Da ist nichts, ne? Nein. Boah, langsam. Aber wir dürfen... Jemand, der eine Gegenstand geht eh kaputt. Ich bin erschrocken. So, was? Bossraum? Nix Bossraum. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alter. Wackelig. Boah, aus dem Weg. So, ich glaube, ich nehme die Nahkampfwaffe. Zack, 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 zack. Puh. Ihr Kackvögel hier, ne? Alter. So. Tschüss. Und ist unten was? Ja. Wir haben ein Buch. Mhm. Ich habe ein Buch, aber ich habe nicht den Weg gefunden, die Abteilung zu wechseln, also sprich um zum Boss zu gelangen. Das heißt, das muss ich noch zuerst finden. Und dann können wir uns das Büchlein holen. So. Dann schauen wir es noch ein bisschen. Boah, diese Würfel, ne? Die vertragen so viel. Oh, es geht. Wenn man feste draufballern, geht das schon. Alter. Gerade so noch hingeferkelt. Puh. War da unten was? Nein. Und zack. Und weiter geht's. So, den wir mal schnell blenden. Gut. Da. Schnell. Sehr gut. Tschüss. Und was haben wir hier Schönes drinnen? Nein, das heißt darüber. Genau. Flugeffekt zerstören, alles klar. Und hier ebenfalls dasselbe. Ob dasselbe Grün. So. Dann gucken wir mal da oben hin. Hat aber nur diesen Raum wieder. Ich glaube, hier unten ist nichts. Nein. Abhauen. Einmal genießen. Und dann nächster Raum. Puh, ne? So. Schön konzentriert sein. Wow. Was
ausweichen und ihn flatten. Nach Möglichkeit. Jetzt aber. Na, er hat nicht wieder ein Pack, glaube ich. Muss schon berecht sein. Sehr fein. Soll mir nur recht sein. Was haben wir hier für schöne Sachen drin? Gegenstand geht kaputt. Das werden wir verhindern zu wissen. Weil das machen wir gleich so. Dann können wir das auch schon stacken. So. Bei Zerstörung wird der Gegenstand in dieser Richtung. Bei Zerstörung, bei Rückkehrung wird der Gegenstand zerstört, so wollte ich sagen. Das machen wir mal so. So, ja, Löteisen war das, glaube ich. Der Gegenstand wird zu dem, ne? Ja. Das würde ich gerne hier platzieren. Nein. Und so. Dann nach Hause teleportieren. Wüsste ich auch schon. Können wir, glaube ich, bedenkenlos das da tun. So, das können wir stacken. Den nehmen wir mit und selbstverständlich auch das hier. Passt. Wir sind voll. Mhm. Und das sehe ich auch schon. Wow. Wow. Okay, das wird heftig. Zuerst mal den Gauner hier umbringen. So, dann den da. Wow, ausweichen. Dann können wir jetzt getrost die Waffen wechseln. Was trinken, bevor ich wieder verrecke. Das wäre nämlich nicht schön. So, der erste... Wow, der erste Nerven, der ist tot, wollte ich sagen. Aui, aui. So. Ausweichen. Ui. Das ist echt Arbeit. So. Was haben wir denn da? Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern. Das werden wir zu verhindern wissen. Das werden wir sowieso mal entsorgen. Das machen wir mal so. Jetzt können wir das schon super stacken. So. Und zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in dieser Richtung. Das machen wir nicht. Das ist so. Genau. Hier haben wir jetzt den Bossraum. Das heißt, wir haben jetzt noch super Platz. Ah, warte. Wir haben gar keinen Platz mehr. Wir können ja nur uns raus teleportieren, ne? Nicht mit dem Großen, wenn uns dieser Gegner verfolgt. Das erfordert gerade eine Überlegung von mir. Wir werden jetzt das Portal in dem Raum aufstellen. Na, das bringt sie alles nichts. Wir werden das Portal hier aufstellen, werden uns raus teleportieren, die Taschen leeren. Die ganzen Räume nochmal clearen. Das Buch holen und dann zum Boss gehen, glaube ich, ist vernünftiger. Tschüss. Na gut. Ja, bitte. So. Nochmal raus. Genau. Dann nochmal rein, dann nochmal alles clearen. Boah, das ist Arbeit. So, lala. Begrüße. Weil die Bücher sind ganz schön was wert. Die will ich ehrlich gesagt nicht zurücklassen. Zack, 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 zack. Mal schauen, was wir noch Platz haben. Das war's schon. Okay, Mittag ist auch schon. Ich höre gerade die Mittagssirenen. So. Passt. Dann gehen wir da zurück. Also zuerst natürlich Tränke machen. Noch ein paar. Zumindest vier Stück, glaube ich, braucht man, ne? Ja. Also vier Stück Tränke, wenn es geht. Begrüße. Zwei gehen nur. Bin ich auch zufrieden. Die Firma dankt. Vierte Gott. So. So, und schwupp. Und dann gehen wir es wieder an. Wie gesagt, wir klären jetzt die Räume.
einmal Richtung Boss. Zuerst würde ich sagen, dann zum Buch, dann zum Boss. Ich hoffe nicht, dass das Schleimmonster uns dann so weit verfolgt bis zum Bossraum rein. Das wäre übel. Aber ich glaube das nicht. So. Immer fester drauf. Sehr gut. Schön mitnehmen die Sachen. So. Alter. Zack, zack. Wow, weg. Zack, zack. Ein Stück nach oben, das passt. So, da ist er weg. Sehr gut. Hat er wieder einen Bug? Ja, hat er. Können wir fest draufhauen, passt alles super. Passt. Und du, mein Freund, hast natürlich nichts. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Gut. Dann hier. Zuerst zack, zack, zack. Machen wir die kaputt. Wow. Na, ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Alter, das war jetzt gemein. Wow. So. Alter. So. So. Au. Puh. Okay. Ausweichen. Jetzt haben wir. Puh. Alter Schalter. Okay, Bossraum ist mal offen. Oi. So. Schwerst verletzt sind wir nicht. Dann müssen wir hier rüber. Ich mache jetzt nur noch den Weg. Zack, zack, zack. Zum Bossraum wollte ich sagen. So. So, 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 so. Passt. Dann noch die beiden. Na komm, den haben wir erledigt. Au. Anstrengend. So. Passt. Das können wir alles mitnehmen. Au, natürlich erwischt er mich. Ist eh logisch. So, jetzt ballern wir den weg. Passt. Dann zum Techraum. Das Coole ist, dass wir hier nämlich den Techraum haben. Somit können wir diese Gänger nochmal klatschen. Was irgendwie voll cool ist. Und kriegen somit nochmal deren Loot. So, der hat es mal erledigt. Alter Schwede. Wow. Na, du Blitzi. Es brennt, es brennt, es brennt. Oh, schön langsam. So. Passt. Jetzt fahre ich runter, ist ja logisch. Kurz mal ein bisschen konzentriert sein. Alter. Ja, verbrutzel. Passt. Wir haben eine Errungenschaft bekommen. Zwei sogar. Super. Boah. Wie da jetzt richtig? Tatsächlich. Ich werde jetzt mal ein Tränkelein nehmen. Das Buch stibitzen. Hey, der Gegner kommt gar nicht. Der verarscht uns. Wie gemein ist denn das? Ich habe mich jetzt so toll vorbereitet auf die Flucht. Und dabei kommt er nicht.
Mir ist auch wurscht. Egal, haben wir es halt gemütlicher. Das Ding geht nicht kaputt, ne? Boah, jetzt hatte ich Angst. Muss aufpassen mit dem Truhen öffnen. Nicht, dass ich wieder unabsichtlich diesen komischen Bug da auslöse. Na, passt. Habe ich umsonst den Trank getrunken? Ich werde aber natürlich den Gegenstand hier jetzt schützen, weil das ist unser wertvollster. Bist du wertvoller als wie du? Das wissen wir nicht, ne? Was bist du, ein Kristallscherm? Hatten wir da schon zerbrochene Kristallüberreste? Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Überreste einst von Energie erfüllt wurden. Und dann können wir diesen Gegenstand hier zum Beispiel noch schützen. Falls wir jetzt verrecken sollten, was ich ja befürchten muss. Aber wir probieren es. So. Schön zugedeckt. Ne? Aber mit dem Bogen scheint es zu klappen. Wow. Wow. Fliegendes Ungeziefer. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Oi, oi, oi. Bam, 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 bam. Wow. Ich glaube, wir haben keinen Trank mehr. Ich habe vergessen, dass es ja gar nichts hilft, wenn wir im Rucksack so viele Tränke drinnen haben. Wow. Alter. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine Ahnung. Wow. Ich darf hier nicht mehr in den Beutel, fällt mir gerade ein. Boah, der ist echt mega stark. Wow, ich habe die falsche Waffe. Ja, ja, das war klar. Darum habe ich jetzt gleich safe gemacht, ne? Stimmt, das hilft mir ja gar nichts. Ich kann nur 5 Tränke verwenden. Ha! Der wird schwer. Der wird schwer. Jetzt sind wir noch mal im ersten, ne? Ach, jetzt was falle ich denn da jetzt runter? So, so, so. Jetzt ist halt die Frage, ob dieses Feuer wirklich schlauer ist. Oder ob ich da lieber den Mord-Damage-Bogen nehmen soll. Gut, das war ein Schuss in den Ofen, aber ein gewaltiger. Weil wenn er zum Beispiel gar nicht anfällig ist auf Feuer, ne, wäre es ja von Haus aus besser, den Bogen zu wählen, der von Haus aus mehr Damage macht. Sollte man meinen. Oder? Ich würde schon sagen, ne? Boah, das war knapp. Ich habe jetzt schon gedacht, die Kiste ist weg. Ist da unten irgendwas Besonderes? Nein.
wir getrost darüber gehen. Wir werden das mit dem Boss jetzt auch anders machen. Ich werde gleich dann vom Bossraum speichern. Also speichern ist falsch gesagt. Zurückgehen zu unserem Dorf. Also das Portal aufstellen. Dann können wir auf Nummer sicher gehen. Und werde dann selbstverständlich... Oh. Aha, wow. Was wollte ich sagen? Ich wollte nur sagen, zu unserem Dorf zurückgehen, damit wir noch das Maximalste rausholen können an unserem Leben, an unserer Gesundheit. Und da werden wir das Kind wohl hoffentlich schaukeln. Diese Flammenviecher gehen vor allem tierisch auf den Keks. Ich denke, da werde ich mal mit der Nahkampfwaffe durch, also bei denen einen Scheitel ziehen müssen, damit es besser klappt. Wir werden es sehen. Jetzt habe ich das wieder mal nicht geschafft, den Dungeon zu klären. Es ist fürchterlich. So, so, so. Nanu? Hab ich doch. Mach auf den Scheißdreck. So. Geht ja. Einmal anständig fluchen und passt. So. Schau mal, perfekt, hier können wir gleich die Ebene wechseln, das passt super, dann können wir unser Zeugs nach Hause transportieren. So, jetzt haben wir den platt. Sehr fein. Wie, der Sand geht nimmer. Den nehmen wir mit, also den Staub halt. Ne? Passt. Ebene wechseln, Dungeon verlassen, wieder mal dieselbe Prozedur wie schon immer. Jetzt müssen wir aber bald unsere Sekretärin da, unsere Angestellte da, Sekretärin, ja genau. Unsere Angestellte müssen wir jetzt da gleich einmal was verkaufen lassen, weil sonst geht bei uns ja alles über. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich sehr billig treffen lassen. Muss ich auch gestehen, sehr billig treffen lassen. Vor allem diese Flammenviecher. Ich habe gedacht, die respawnen nach einer gewissen Zeit. Aber ich glaube, das war auch der Fall, ne? Oder wann haben sie gerespawnt, als sie uns getroffen haben? Das ist jetzt die Frage der Fragen. So, hier das zweite Buch. Können wir gleich reintun. Na, das werden wir auch mit 17.000 probieren. So. Genau. Dann schauen wir noch nach wie vor, was noch alles Platz hat. Nichts mehr. Da kommt. Hoppala, das war der falsche Knopf. Die falsche Truhe. Der Knopf war schon richtig, aber die Truhe falsch. So, 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 so. Und so. Passt. Hilft nichts. Probieren wir mal unser Glück. Herr Schmied, wir möchten diesen Bogen hier herstellen, bitte. Ja. Für den Rest haben wir eh nicht genug. Glaube ich nicht, dass wir da irgendwas zusammenbekommen. Na, da müssen wir wirklich in den Dungeon rein, dass da was geht. Wir könnten aber noch schauen. Plus 4. Weniger Leben, dafür mehr Geschwindigkeit. Das wäre halt auch so eine Geschichte, ne? Diese Stiefel hier herzustellen. Wir tragen ja den. Wir werden dadurch halt schneller, ne? Geschwindigkeit plus 4. Minus 8. Plus 8. Seht ihr das? Diese Stoffrüstung. Wir halten zwar weniger aus, was halt auch irgendwie doof ist, aber wir werden dafür schneller im Schlagen. Oder im Laufen? Wenn alle Stricke reißen, hören wir das dann halt auch noch aus. Jo. Bam.
glaube, fürs Erste passt das jetzt schon mal. Dann gehen wir den jetzt verzaubern, den Dreck. Begrüße. Verzaubern, bitte. Nein. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Wo sind wir denn hier jetzt beim Damage? Hoppala. 240, exakt gleich viel. Hä? Dann ist trotzdem der besser. Okay. 100. Was? Und der? 240, eben. Hat er eh mehr. Probieren wir das mal so. Nur als Test. Die Waffe tue ich sicherheitshalber weg. Damit ich die nicht verlieren tue. Die war hier jetzt, glaube ich, ne? Ja. So. Dann schauen wir uns das doch mal an. Würde ich sagen. So. Zurück in den Dungeon. Und. Der Part ist schon wieder zu Ende. Boah. Nichts geschafft. Aber wirklich gar nichts geschafft. Das ist so übel. Na gut, ihr Lieben. Dann belassen wir es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.